Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videolernzyklus von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Felix und ich bin dein Coach für das Arbeitsblatt Stammfunktionen. Einen Link zum Arbeitsblatt findest du direkt unter diesem Video und für die kommenden Videos ist es sicher praktisch, wenn du das Arbeitsblatt vor dir liegen hast. In diesem Video brauchst du es jetzt noch nicht, da schauen wir uns jetzt einfach noch gemeinsam an, worum es beim Thema Stammfunktionen so alles geht. Zunächst einmal überlegen wir uns, was ist das, eine Stammfunktion? Sagen wir haben eine Funktion klein f gegeben, dann suchen wir jetzt eine Funktion groß f, so das gilt, dass klein f die Ableitung von groß f ist. Und wir sagen dann, groß f ist eine Stammfunktion von klein f. Praktisch bedeutet das, wir wollen jetzt ableiten, umkehren. Ein kleines Beispiel dazu, sagen wir, klein f ist gegeben durch klein f von x ist 1 plus Cosinus von x. Dann können wir eine Stammfunktion groß f angeben mit groß f von x ist x plus Sinus von x. Durch Ableiten kann man leicht überprüfen, dass das stimmt. Und es fällt uns noch auf, wir könnten da hinten ja noch irgendeine Konstante dazu addieren. Und groß f wäre dann noch immer eine Stammfunktion, denn diese Konstante würde ja beim Ableiten wegfallen. Es gibt natürlich zahlreiche Anwendungsbeispiele, wo Stammfunktionen eine große Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn wir einer Rakete beim Starten zuschauen. Sagen wir, die Beschleunigung dieser Rakete ist in den ersten paar Sekunden nach dem Start konstant. Dann können wir über die Geschwindigkeit v dieser Rakete sagen, dass v von t ist a mal t. Also die Geschwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt nach dem Start können wir mit Hilfe dieser Funktionsvorschrift ausrechnen, wobei eben a hier die Beschleunigung ist, die wir kennen und als konstant annehmen. Und jetzt können wir uns natürlich eine weitere Frage stellen, und zwar, wie weit nach oben ist die Rakete ein paar Sekunden nach dem Start bereits geflogen? Und jetzt wissen wir, okay, die Änderung des Weges, der geht halt jetzt vertikal nach oben, also die Änderung des Weges nach der Zeit ist ja genau die Geschwindigkeit. Das bedeutet, was wir jetzt brauchen, ist eine Stammfunktion von klein v und die können wir angeben durch Umkehren von Ableiten. Und wenn die Rakete jetzt startet, dann können wir uns ausrechnen, wie weit nach oben sie ein paar Sekunden später bereits geflogen ist. Im Rahmen dieses Videolernzyklus werden wir uns einerseits damit befassen, wie wir Stammfunktionen finden können und uns andererseits auch gleich schon einige Anwendungsbeispiele dazu anschauen. Und zum Abschluss werden wir dann noch über den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung sprechen. So wie der Name schon sagt, ist dieser Satz besonders wichtig und stellt das entscheidende Bindeglied zwischen Differenzieren und Integrieren dar. Und Stammfunktionen spielen dabei eine ganz große Rolle. Na gut, damit haben wir einiges vor und ich freue mich schon auf die nächsten Videos.